Endlich ist die Rennsaison für die österreichischen Skistars wie Mario Matt vorbei und der Trubel ebbt etwas ab. Zeit, den Winter Revue passieren zu lassen und sich über den Erfolg zu freuen. Dabei unterstützt ein Fürscher sein Heimatort, der ihn gebührend feierte. Der Mario ist ja sehr prägend, würde ich sagen. Er hat jetzt mittlerweile am 16 einen Park da in dem ganzen Areal. Und natürlich ist er für den Tourismus ein Aushängeschild und ich glaube, der Name Flirsch ist dadurch erst richtig bekannt worden, weil sonst hört man immer nur den Arlberg und St. Anton und da mit dem Mario, da haben auch die Medien mittlerweile gelernt, dass er von Flirsch kommt und nicht nur vom Arlberg. Ja, wir sind in Flirsch natürlich sehr stolz, weil ich glaube, es gibt wenige Gemeinden so erfolgreiche Sportler, wie wir in Flirsch da haben. Es ist immer nett, wenn man merkt, dass die Bevölkerung auch begeistert ist. Es ist ja in Österreich schon so, dass Skisport Nummer 1 ist. Und ja, die Begeisterung merkt man natürlich in ganz Österreich. Und ja, es ist schon super, wenn man da dann so einen Erfolg feiern kann. Ein Highlight war sicher Schladming. Also das war schon von der ganzen Stimmung her und so war das ein einzigartiges Rennen. War sehr speziell. Und ja, auch sonst hat es einige gute Resultate gegeben und von dem her sehr zufrieden. Ja, ich kenne Mario eigentlich schon als Bub, wie er noch im Bezirk gefahren ist, wie er den Bezirksskipol unterstützt hat mit Mega und Gigele. Und wie er nachher eigentlich damals auf dem Punkt genau in St. Anton bei der Weltmeisterschaft 20 den Weltmeistertitel geholt hat. Das war damals ein Wahnsinn. Nachher die 6 Jahre drauf in Aare war wieder ein Wahnsinn. Und jetzt natürlich in Schladming. Das hat sich abgezeichnet durch die Erfolge, die er im Laufe der Saison schon gehabt hat. Und ich habe eigentlich schon gerechnet, dass er ja, mindestens Bronze macht, wenn nicht noch mehr, weil ihm ist alles zuzutrauen. Auf Mario kann man nur stolz sein, wenn man schaut, jetzt beinahe Vierfach-Weltmeister, das ist ja eine höchst seltene Sache und da kann man als ÖSV-Vizepräsident schon stolz sein. Ich bereite mich jetzt auf jede Saison gleich vor, ob ein großes Ereignis ist oder nicht, also gleich gewissenhaft. Und ja, Anfang Mai fange ich mit dem Konditionstraining an und dann im August irgendwann geht es dann auf die Ski und ja, hoffe, dass ich nächstes Jahr dann auch wieder die Leistungen so umsetzen kann.